liebe es, Lupe. Falls du es noch nicht wusstest, spätestens jetzt erfährst du es. Die Person, die du liebst, ist ein Meister, eine Meisterin der Selbstsabotage. Diese Person hat starke Selbstsabotageprogramme entwickelt, Bindungsängste, Abwehrreaktionen. Und zwar immer dann, wenn es sich wie Liebe anfühlt. Man weiß, es ist Liebe. Man weiß, man ist verliebt. Und es sind in der Fantasie auch alle wunderschönen Träume da und Gedanken und Visionen. Aber wehe dem, wenn man sie ausleben muss, wenn man sie aussprechen muss. 7 der Stäbe, dann wirst du abgewehrt, jeder wird abgewehrt. Die 9 der Schwerter zeigt, dass jemand mit seinem, mit ihrem Verhalten nicht glücklich ist. Man ist sich seiner Ängste bewusst. Das sei dir versichert. Hier hat man regelrecht Albträume. Wie kann man bloß diese Gefühle zulassen? Wie geht das? Wie geht das? Wie soll das gehen? Also, hier packt diese Person die nackte Angst. Immer dann, wenn es sich wie echte Liebe anfühlt. Entweder hat man sie irgendwann mal gefühlt und wurde aufs Schlimmste enttäuscht, oder man erlebt zum allerersten Mal die echte, wahre Liebe. Und was man nicht kennt, das macht einem Angst. Dessen wird man sich heute bewusst. Aber was heute ganz prägnant ist, ist die Tatsache, dass man erkennt, dass es so ist, wie es ist. Und das macht einen fertig. Oder es macht ihn oder sie fertig. 9 der Schwerter. Oh Mann, warum ist das bloß bei mir so? Warum kann ich das nicht abstellen? Warum kann ich das bloß nicht zeigen? Warum kann ich es nicht leben? Wie gesagt, im Kopf, da ist alles möglich. Aber wehe dem, wenn es gelebt werden muss. Dann wehrt man ab. Aber ein Gutes hat es. Heute wird man sich bewusst, dass man so ist, wie man ist und dass man das hat. Und wir können nur hoffen, dass diese Person erkennt, dass man hier etwas ändern muss, wenn man wirklich Liebe leben möchte.